ist dein Vorname? Christian. Ich heiße Dennis. Dennis und? Jakob. Und damit herzlich willkommen zu Korrekt oder Weg, das Quiz mit Tisch. Heute mit Staranwalt Christian Solmecke. Und Stargamer Tim aka Herr Bergmann. Ja! Christian, du hast Tim schon rechtlich beraten und ihn schon quasi aus dem Knast geholt. Danke deswegen, daher kennt ihr euch. Genau, genau. Absolut. Ich habe ihm Brot und Wasser vorbeigebracht. Aber Kuchen mit Pfeile. Absolut, absolut. Na. Wenn ihr euch denkt, ihr möchtet auch mal hier sitzen, dann schreibt doch mal in die Kommentare eine tolle Begründung. Warum schlagt ihr uns hier in diesem grundsätzlich ganz lustigen Quiz? Wir haben hier heute natürlich wieder einen Shot. Wir müssen dazu sagen, es ist kein Alkohol drin. Das ist Kinderblut. Also alles komplett entspannt, super lecker. Ja, ansonsten geht es heute natürlich wieder um die goldene Tischplatte. Ich bin Rekordhalter dieser goldenen Tischplatte. Und das wird, glaube ich, auch so bleiben. Stimmt gar nicht. Die Gäste, stimmt nicht? Verschiedene Gäste gewinnen. Verschiedene Gäste sind Rekordhalter, wenn ich kriege aufs Ohr, okay. Aber ich bin hier absolut der Kultgewinner. Ich glaube, ich habe mittlerweile genauso oft gewonnen wie du. Das ist nicht wahr. Okay, ist wahr. Okay, dann gibt's noch was zu sagen. Habt ihr noch einen Spruch, den ihr sagen wollt? Oder einfach seid ihr heiß? Wir sind sowas von heiß. Also du auch, Timmy? Lirum Larum Löffelstiel. Wer nicht fragt, der weiß nicht viel. Okay. Von welcher englischen Band stammen die Songs Radio Gaga und We Are The Champions? The Beatles. Guido, ja. Hallo! Gemein, Christian, hättest du es gewusst? Ich hätte es gewusst, aber ab jetzt weiß ich wahrscheinlich nichts mehr. Das ist immer gleich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Champions heißt Cream and Queen. War selten dämlich, oder? Hätte man wissen können. Ja. Ja. Aber klar, von außen ist man immer klüger. Ja, das stimmt. Scheint nicht zu schmecken. Hatte Kinderblut anders in Erinnerung. Na gut. Christian. Wollen wir weiterreden, oder? Ja, ich wollte nur kurz einen Smalltalk beginnen, aber wenn du keine Lust hast, dann. Doch, wir können uns gerne unterhalten. Nein, absolut. Würdest du dich selbst als schlau einschätzen? Doch, klar. Du willst den Druck nur erhöhen hier an dieser Stelle. Also würdest du sagen, du bist überdurchschnittlich intelligent? Absolut, nein. Das ist sicherlich der IQ, der liegt also. Das ist die Intelligenzreihenfolge. So. Deswegen habt ihr mich da auch als Letzten hier rangesetzt, um einfach den Druck mal richtig hochzusetzen. Ja. Tim, brauchen wir nicht sagen, du bist wirklich sehr dämlich, ne? Ich hab gar nicht hergefunden heute. Übel. Weiter geht's. In welchem Land hat die Firma Lego ihren Sitz? Dänemark. Was heißt Erdbeben auf Englisch? Earthquake. Earthbeben. Das hätte mir nicht ein, habe ich gesagt. Du magst doch gerne hier so kleine Schützchen. Das scheint überhaupt nicht zu schmecken, ne? Ja, ist schon sehr eklig, muss ich schon sagen. Extra eklig, oder? Da wird man sich anstrengend jetzt, ne? Die spielen das. Weiter geht's. Welche Aktie ist durch diverse Reddit-Postings zwischenzeitlich um bis zu 5000% gestiegen? GameStop. In welcher Einheit misst man die Lautstärke? Dezibel. Hey. Wie trinkt James Bond seinen Wodka-Martini? Geschüttelt, nicht gerührt. Welcher deutsche YouTuber macht heute als TJ Beastboy und TJ Babybrain Musik? Paddel. Von welchem afrikanischen Land ist Windhoek die Hauptstadt? Namibia. Wow. Welche Serie handelt vom zwielichtigen Anwalt James McGill, der von Bob Odenkirk verkörpert wird? Suits? Better Call Saul, ja. Ah, bin ich dämlich. Oh, aber wenn das bei mir gelandet wäre und ich es nicht gewusst hätte, ne, das wäre natürlich auch dramatisch gewesen. Aber ist das auch eine Lieblingsserie von dir? Ich bin nicht reingekommen in die Serie, weder in Breaking Bad noch in Better Call Saul. Ich bin nicht reingekommen. Ich habe jetzt mal 2 Staffeln geguckt, aber es hat mich nicht angefixt. Wenn du solche Serien guckst mit Anwälten drin, siehst du dann auch irgendwelche Fehler, wo du siehst, dass es ja, ist ja gar nicht... Sofort. Ja? Sofort. Kriegst du... Da stehen alle... Was meinst du mal, wo muss ich denn nicht Haare haben? Weil ich zu viele von diesen Anwaltsserien geguckt habe und da zu viele Fehler drin sind. Aber wie war es bei Gerichtsshows? Wahrscheinlich alles falsch, ne?
Ja gut, die haben ja schon Rechercheure, das schon, ja. Aber die dramatisieren schon. So sieht die Wirklichkeit vor Gericht nicht aus. Ja, dass da in letzter Sekunde immer noch ein Zeuge reinstürmt, habe ich vor Gericht so noch nie erlebt. Ist doch gar nicht zugelassen, oder dass da noch jemand reinrennt. Genau, ist eigentlich, also es könnte ja sein, dass du in letzter Sekunde noch jemanden hast, aber die haben ja in jeder Show, kommt in letzter Sekunde jemand. Ist was ist denn, wenn es ein Barbara Salisch-Reboot geben würde und die würden dich fragen, ob du arbeitest? Ja, wäre natürlich sofort dabei, wenn ihr nicht vorkommt, woher mich fragen würdet. Ich renne den Saal. Stopp, ich habe noch Beweise! Tim, willst du auch mitmachen, bist du der Schauspieler? Als Angeklagter, ja. Was wäre so, was hättest du getan? Was wäre so dein Fall? Schusswechsel. Ein Ladendiebstahl oder so. Ja. Alles klar. Gut. Benni? Achso, White Shot. Das ist ja mein zweites Leben schon weg. Ich kann jetzt kotzen, echt. Alles aufs Hemd, oh nee. Das läuft auch gut daneben, ist Kinderblut. Es ist einfach nur widerlich. Karte lösen. Welche Säure hat die chemische Summenformel H2SO4? Schwefelsäure. Was sind Tahoma, Verdana, Curia und Helvetica? Schriftarten. Welches blonde Sexsymbol hatte die Hauptrolle in dem Film Manche mögen's heiß? Brigitte Bardot. Marilyn Monroe. Ich hätte Veronika Perez. Okay, ich wusste, war ein alter Film, deswegen Brigitte Bardot. Dann gönn ihr mal. Soll ich jetzt mal hier probieren? Ja. Oh mein Gott. Der macht hier die ganze Zeit. Es ist absolut ekelhaft. Wie heißt die aktuelle Konsole von Sony? PlayStation 5. Wow. Wie heißt der Virologe, der Teil des NDR-Podcasts Coronavirus-Update ist? Christian Drosten. Was ist 25 plus 14? 39. Wie heißt das Maskottchen vom 1. FC Köln? Hennes. Oh. In welcher Partei ist der Politiker Axel Voss? FDP. Nein. Nein. Oh. Mann, oh Mann, ey, was haben wir Seite an Seite in Artikel 13 hier im Worldwide Wohnzimmer gekämpft? Mit Erfolg! Gekämpft. Und er kennt Axel Voss nicht. Das ist jetzt eigentlich genial. Und das war sein drittes. Ja, adios! Das heißt, er ist raus. Ach, so geht das. Okay. Aber wie kommst du denn da drauf? Axel Voss, FDP. Also, du weißt doch, wer Axel Voss ist, oder? Ja, klar. Was macht der eigentlich aktuell wieder? Der nimmt mir nichts mehr. Ja. Ist auch gut so. Ist er nicht auch auf Madeira jetzt? Ja, alles auf Madeira. Steuerschwarm oder? Twitch. Oh, ist das schlimm. Oh, heute war gar nicht deins, ne? Heute war echt extrem schwache Leistung. Erste Antwort falsch, die falsch. So, liebe Freunde, das war wohl nix. Ich werde jetzt vors YouTuber-Haus gehen, werde mich da hinsetzen und zelten und warten, bis Tim Bergmann kommt. Bis gleich. In welcher Sportart gewann Georg Hackel, genannt Hackel-Schorsch, 3 olympische Goldmedaillen? Rennrodeln. Wie nennt man den Internettrend, bei dem Personen vor der Kamera in Mikrofone flüstern? ASMR. Wer schreit hier so laut? Tarzan. Du bist ja gar nicht mehr dabei. Schön wär's, ne? Wie nennt man diesen Schrei? Ah! Wilhelmschrei. Hä? Und wer schreit hier rum? Verdammt, Nasslöcher! Laut Rainer Winkler. Welcher Gangsterboss lebte in Chicago und verdiente sein Geld hauptsächlich durch Glücksspiel, Prostitution und Alkoholhandel während der Prohibitionszeit? Al Capone. Montana Black. Wovor hat man Angst, wenn man unter Arachnophobie leidet? Spinnen. Wofür steht die Abkürzung CIA? Crime Investigation Central Intelligence Agency. Hätte ich für Filme, Jungs. Da haben wir uns auch kennengelernt, ne? CIA, natürlich, ja klar. Hätte ich nicht gewusst. Super. Dennis, du musst jetzt für mich hier das Ding gewinnen. Ne? Ist ja noch ein Leben. Es war gerade so ein bisschen wie so die Expertenrunde, ne? Irgendwie so gefragt, gejagt wie die Jäger zusammen. Da bin ich so eine Gaskuppe, die da mal drüber kommt. Ja, das soll ich sagen. Ich habe ein Leben verloren.
Christian, kennst du Drachenlord? Den kenne ich selbstverständlich. Da gibt es eine Allgemeinverfügung seit gestern aus der Stadt, aus der Drachenlord kommt, weil alle immer zu ihm hingepilgert sind. Und das ist eigentlich nur eine 40-Einwohner-Stadt. Und jetzt darf da so weit keiner mehr hin. Will ich ein YouTube-Video zu drehen, ist was ganz Neues. Sie wissen sich da nicht mehr zu helfen, weil das zu einer Pilgerstätte geworden ist. Aber das heißt also wirklich also für die nächste Zeit erstmal? Oder gibt es so ein bis zum Datum X erstmal? Ich sah vorhin nur die Meldung. Bevor ich zu euch gekommen bin, muss ich mich natürlich auf den neuesten Stand bringen. Erstmal hinfahren. Am Zaun rütteln. Das amerikanische Verteidigungsministerium hat seinen Sitz im größten Bürogebäude der Welt. Wie heißt es? NS. Ach du Scheiße, natürlich das Pentagon. Das ist das größte Bürogebäude der Welt, das Pentagon? Nach unserem. Ihr habt jetzt doch wirklich ein zweites Bürogebäude dazu bekommen. Ja, klar. Wirst du eigentlich angesprochen, wenn du in der Straßenbahn sitzt von Schulklassen? Manchmal ja. Und was fragen die dann so? Ob sie ein Foto mit mir machen können. Und machst du ein Foto? Da mache ich auch ein Foto. Aber mit Maske nehme ich an. Ich fahre nicht so ganz so viel Straßenbahn. Deswegen muss ich im Moment auch nicht so viele Fotos machen. Aber das passiert tatsächlich. Es haben mir auch sehr viele Menschen geschrieben, dass sie Jura studiert haben, weil sie seit sie 12 sind meine YouTube-Videos gucken. Mega. Wow. Wie viele Nachrichten kriegst du denn so per Instagram, die einfach Hilfe wollen? Die denken, wenn die über Instagram schreiben, hilfst du denen einfach so per Nachricht? 30 am Tag so. Jo. Worum geht's da so? Da hat jemand ein Klingelton-Abo abgeschlossen, was er nicht abschließen wollte. Es geht auch teilweise 20 Jahre. Ja, ja, nein, aber es geht auch tatsächlich teilweise um große Geschichten, dass jemand aus gekündigt worden ist, im Arbeitsvertrag gekündigt worden ist. Also letztens hatten wir auch einen Fall, da ging es, das wäre jetzt wieder passend für euch, um eine Domina, die eine Urheberrechtsverletzung gerügt hat. Was war da passiert? Sie hatte ein Video gedreht und in diesem Video war zu sehen, wie der Sklave, also sie war gar nicht nackig, die haben dann so Lack und Leder an. Der Sklave hatte ihr die Stiefel sauber geleckt. Die hatte die vorher in die Matsche getan, hat die sauber geleckt. Und eine andere Domina fand dieses Video so geil, dass sie damit für ihre eigenen Dienstleistungen geworben hat. Da kam der Anwalt ins Spiel. Das ist natürlich eine Urheberrechtsverletzung. Geht gar nicht, kannst du ja nicht machen mit solchen High-End-Videos. Da woanders werden. Also siehst, da sind durchaus auch illustre Fälle mal dabei. Die ich Berg, bist du ein Zahlschwein? Ein was? Ein Zahlschwein. Was ist das? Das sind Sklaven, die einfach der Domina alles zahlen, was sie haben. Ich gebe mir die Girokarte. Oder warst du mal ein Zahlschwein? Ich habe euch gesagt, über ein Thema möchte ich nicht sprechen. Ist Ingo Lenz ein direkter Konkurrent von dir oder seid ihr Freunde? Nein, das würde ich nicht sagen. Er macht ja vor allen Dingen Strafrecht in der Vergangenheit und wir machen ja vor allen Dingen Zivilrecht. Also insofern, da tun wir uns nichts. Und bei uns geht es auch weniger darum, dass wir jetzt TV-Geschäft machen oder solche Geschichten. Wir haben schon echt Anwaltsgeschäft. Mit 80 Leuten sind wir da schon. Und wenn es ein Promi-Boxen geben würde, du gegen Ingo Lenz, würdest du es machen? No way. Ja, aber so eine Buddy-Cop-Serie. 2015, so, das fände ich nice. Aber tatsächlich, es gibt Anfragen. Ich hatte zum Beispiel letztens die Anfrage, ob ich im Bus durch Köln fahre und da Leute vor Ort berate. Da war so eine neue Serie, die da geplant ist. Ich sage jetzt nicht, auf welchem Sender. Hast du das richtig verstanden? Da habe ich gesagt, oh. Du brauchst eine Schiebetür. Genau, ja, das war's offen. Dann kommt jemand hier rein. Du sollst dann jetzt in der Sekunde beraten. Da habe ich gesagt, ach nö, dann lieber nicht. Also, es ist schon skurril, was du so an Anfragen kriegst. Ja. Dann nackig rauswerfen. Weiterfahren. Okay. Wie viele Mägen hat eine Kuh? 2. 7, oder? 4 Mägen. Also, sorry, ja, ich hätte 3 getippt. Ich hätte 3, aber ich habe nicht gewusst, wird schwieriger. Gut. Lol. Das ist aber so, das ist ein ganz schlechter Bloody Mary. Das ist ein Mortal One, ne? Ist das dein erstes Leben, was du verlierst? Ja. Du bist ja hammerhart, Mensch. Geil. Nenne ein Mitglied der Band Wham. George Michael. Was fressen Koalabären? Pfefferminz. Eukalyptus. Eukalyptus, das war's. Es war grün, es hatte einen Geschmack. Ja. Es war eben nicht Pfefferminz. Tja. Ja. Aber dafür habt ihr jetzt diesen schönen Eukalyptus-Gemüsesaft mir hier. Oh, ich hab auf dich gesetzt. Aber heute. Es ist so, du hast 2 Sekunden zum Antworten und dann verwechselst du Eukalyptus mit Pfefferminz. Ja. Runter damit. Oh. Rein. Ist dann nicht mehr so lecker. Also ich kann euch nur raten, hier sollte man gewinnen, damit man den Scheiß nicht trinken muss. Gott.
kommen wir nun zum großen Finale zwischen mir und Tim bei Entweder oder. Sexstellung oder nicht? Missionarstellung. Korrekt. Gangnam Style. Nicht korrekt. Doggy Style. Korrekt. Jäger des verlorenen Schatzes. Nicht korrekt. 69er. Korrekt. Elfmeterschießen. Nicht korrekt. Reiterstellung. Korrekt. Full Nelson. Korrekt. Harlem Shake. Nicht korrekt. Die abgewinkelte Schubkarre. Korrekt. Sizilianische Verteidigung. Nicht korrekt. Herabschauender Hund. Nicht korrekt. Chinesische Schlittenfahrt. Korrekt. Wiener Auster. Nicht korrekt. Was ist die Wiener Auster? Das ist, wenn die Beine von der Frau an meiner Schulter sind. Das. Haben wir nicht einen Namen für die Sauerei, die wir letztens gemacht haben? Ja. Weg damit. Und damit gewinnt Herr Bergmann die goldene Tischplatte. Zeig's mal in die Kamera. Zeig's mal, ja. Das ist mein Junge. Du hast aber echt. Riesenapplaus für Christian Solmecke natürlich. Danke, dass du da warst. Ich war heute irgendwie out of order. Eine herbe Enttäuschung. Wenn ihr euch denkt, ihr möchtet auch mal hier sitzen, dann schreibt doch mal in die Kommentare eine tolle Begründung. Warum zieht ihr uns ab? Gebt einen Daumen nach oben, besucht die beiden auf ihren jeweiligen Kanälen. Und wir vier werden jetzt die ganzen Sexstellungen mal ausprobieren, oder? Absolut. Dann gehört die Spucke weg. Oben gibt es das neueste Video von Der Fall. Und unten gibt es die letzte Folge. Warte mal, Bergmann mal wieder rein, oder? Unten gibt es die letzte Folge korrekt oder weg und Boah Bergmann gibt es in der Infobox. Auf Worldwide Wiedersehen und Farewell!